Liste taucht der Orang und der Utan, dazu ein Herr Lobracek auf, alle von Hans-Dieter Hüsch gesprochen. Varianten also, Aufspaltungen ein und derselben Person, Mensch und Tier und Kultur und Natur, das Ineinander dessen, was uns angeht und uns ausmacht. Hier nun also sprach der Orang-Utan von Werner Klippert unter der Regie des Autors. Brems Tierleben, Leipzig 1926. Die Javaner behaupten, der Orang-Utan, das ist auf Deutsch Waldmensch, könne wohl reden, wenn er nur wollte. Täte es aber nicht, weil er fürchtete, arbeiten zu müssen. Überall Haare. Das lässt darauf schließen, dass ich ein Säugetier und meinen Gliedmaßen zufolge ein Affe bin. Auch meine Lage auf einem Baum spricht dafür. Aber ich denke, vielleicht ist es ein Fehler, das Denken den Menschen zu überlassen. Aber einem Affen möchte ich es nicht wünschen. Er müsste verrückt werden. Sollte ich ein verrückt gewordener Affe sein? Oder wer bin ich? Das Namenlose ist der Ursprung des Himmels und der Erde. Bin ich ein Bauchredner? Die Stimme kommt aus meinem Innern und klingt wie der Gesang eines Orang-Utan. Text beachten, mein Lieber. Erstes Buch vom Tao. Laozi, um 400 vor Christus. Noch eine Stimme. Sie kommt aus meinem Kopf. Und auch ein Name fällt mir ein. Lobracek. Biotechniker. Nein, Lobracek, das geht entschieden zu weit. Ein Mann auf einem Baum. Du musst ziemlich heruntergekommen sein. Es wird Zeit, dass ich wieder einen zivilisierten Menschen aus dir mache. Madame Lobracek. Sie sind beauftragt, in Borneo Affen zu fangen und für Raketenprojektile abzurichten. Ich erwarte Bericht. Pascal, Beauftragter des Forschungsministeriums. Woher kenne ich all die Stimmen und Namen? Die Kopfjäger unter meinem Baum klimpern die ganze Nacht. Kopfjäger. Woher kommt das Wort? Seit die Regierung das Jagen verboten hat, singen sie nur noch Erinnerung. Sind die Kopfjäger noch Kopfjäger, wenn sie keine Köpfe mehr jagen? Überall Identitätsprobleme. Waren das noch Zeiten, als sie ohne Skrupel losziehen konnten. Ein Sprung, ein Schrei, Kopf ab und eintrocknen lassen wie eine Backpflaume. Schöne Zeiten. Da war der Orang noch was wert, wenn sie Jagd auf mich machten und ich meinen Verstand brauchte und die Füße und die Arme und ihnen aus dem Gesichtskreis entschwand wie ein Geist. Glückliche Zeiten. Aber heute? Man sitzt auf einem Baum, wird nur mit Lizenz gejagt und wartet darauf, dass irgendwem eine neue Methode einfällt, unser Eins vom Erdboden zu vertilgen. Schlimm. Und dieser Schwindel im Kopf? Auf alle Weise, sirren laut wir und auch leise, ständig stoßen wir voran, immer drauf und immer dran. Sim! Verdammter Mückenbrut. Und die Affen. Und die Lobraceks. Und Pascal. Und die Kopfjäger. Wie soll man da erkennen, wer man ist? Und was man tun soll? Arbeit. Arbeit, mein Lieber. Der Mensch ist nicht dazu gemacht, um zu schlafen. Die Muße kommt nach dem Tod. Jeden Tag ein Resultat. Dazu sind wir da. Und was machst du? Du sitzt da und beschaust dir den Nabel. So haben wir nicht gewettet. Wir müssen vorankommen. Voran. Verschwinde, Lobracek. Wut geziemt dem Weisen nicht. Erreiche die äußerste Passivität. Halte fest an der Grundlage der Ruhe.
Durch Nichttun wird alles getan. Durch Tun alles gestört. Tief durchatmen. Das tut gut. Aber es stinkt. Was stinkt? Muss weg. Hygiene hält steril. Wo kämen wir hin, wenn unsere Wohnungen nicht von der Kanalisation zu unterscheiden wären? Die Frucht Durian duftet verheerend, schmeckt aber wie Erdbeer mit Sahne und einem Schuss rum. Die Früchte der Freude sind ohne Ozon. Meine Rede. Damals, als ich noch gewiss war, ein Orang zu sein. Aber jetzt? Wer bin ich jetzt? Dieser Lobracek oder der Orang? Pflanzenkost mag ich nicht, selbst Durian schmeckt mir nur zur Abwechslung. Dagegen habe ich einen Heißhunger auf Fleisch. Frisches, saftiges. Und Hosen möchte ich tragen und trage sie schon. Aber mitunter ist es mir, als seien sie nur dazu da, um ausgezogen zu werden. Was soll man im Urwald mit Hosen, solange man noch Haare auf dem Kopf hat? Jene tanzt auf feine Weise, singen laut wir und auch leise. Esst am Abend stets krokant, alle Menschen sind verwandt. Biester! Eine getroffen und 10 kommen wieder. Ich habe eine Vision. Ein hell getünchtes Zimmer, Morgensonne, eine frische Brise, die zum Fenster hereinweht, keine Mücke weit und breit. Jene tanzt auf feine Weise, singen laut hier und auch leise. Steh am Morgen zeitlich auf und schmier Zuckerfritzi drauf. Mücken, Mücken, nichts als Mücken. Nur ist mir nicht recht klar, ob ich Moskitos höre oder die Erinnerung Lobracheks. Ich hätte ihn nicht vertilgen sollen. So etwas muss einem Pflanzenfresser sauer aufstoßen. Das Mückenvolk bringt mich noch um den Verstand. Ich wüsste nicht, was aufdringlicher wäre. Sie sind beauftragt... Jetzt weiß ich es. Sie sind beauftragt, in Borneo Affen zu fangen und für Raketenprojektile abzurichten. Ich bin beauftragt, Affen zu fangen, Herr Staatsbeauftragter. Ja, schon. Aber warum? Haben Sie vergessen, Professor Lobracek, dass... Aber Sie erinnern sich doch. Ich bin nicht Professor Lobracek. Ich habe Lobracek vernichtet. Aber, Herr Kollege... Ihre Selbstbezichtigungen gehen mit Verlaub zu weit. Wir sehen zwar, dass Sie sich der Lebensweise der Affen angepasst haben und möchten betonen, dass niemand das von Ihnen verlangt hat. Indes, warum nicht, die Methode ist Ihre Sache. Wenn nur die Ergebnisse den Zielen unseres Forschungszentrums entsprechen. Sehen Sie mich doch an. Ich weigere mich zu sehen, in welchem Maße Sie heruntergekommen sind. In diesem stinkenden Baumnest vermöchte ich es nicht 3 Minuten auszuhalten, geschweige denn Wochen. Aber gut, wie Sie meinen. Anpassung an die Versuchstiere ist vielleicht der Schlüssel zu Ihrer Domestizierung. Kennen Sie Durian? Nein, was soll das? Eine Frucht. Stinkend und stachelig. Und innen das Paradies. Im Augenblick wäre mir der äußere Wohlgeruch lieber. Das Tao ist im Kote, sagt Lao Tse. Verschonen Sie mich mit Ihren Weisheiten. Und lassen Sie endlich, ich bitte Sie... Das Zähnefletschen. Ich lächle. Das Lächeln dürfte Ihnen vergehen, sollte es sich herausstellen, dass Sie Ihrem Auftrag nicht nachgekommen sind. Die Gesellschaft finanziert kein Privatvergnügen. Ich muss von Staats wegen energisch Rechenschaft von Ihnen fordern. Sollten Sie außerstande sein zu berichten, bitte ich um Auskunft. Warum? Ihr Kopfverband deutet auf eine Verletzung. Sind Sie arbeitsunfähig? Arbeit. Ein ungemütliches Wort. Ich merke schon, dass wir nach dem Rechten sehen müssen. Warum lachen Sie? Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn Sie nach dem Rechten sehen und zu mir heraufkletterten. Ganz neue Perspektiven würden sich Ihnen eröffnen. In meiner Gesellschaft wäre Madame Lobracek, um Sie auf Ihre Verpflichtungen aufmerksam zu machen. Auch das noch. Nichts zu entdecken, Madame. Nichts? Kein Tisch, kein Spiegel, keinerlei Komfort. Astgeflecht und Baumstämme. Außerdem stinkt es. Unvorstellbar, dass Lobracek, der penibelste Hygieniker des Forschungszentrums, hier hausen könnte. Aber dort hinten, was ist das? Wo? In der Ecke dort. Das Dunkle? Ja. Da ist was. Ist dort wer? Ich. Wer ist ich? Ich selbst. Nicht näher herangehen, Pascal.
Dürfte ich vielleicht um Ihren Namen bitten? Mein Name ist... Um Gottes Willen! Lobratschek! Bist du es? Ich müsste die Herrschaften ziemlich erschrecken. Das kommt davon, wenn einem Höflichkeit nicht zu Gesicht steht. Als die Zuneigung aufhörte, entstand die Höflichkeit. Wäre ich liegen geblieben. Ich hatte gerade so eine sanfte Lage. Immerhin muss ich einigermaßen anstößig, um nicht zu sagen furchterregend aussehen, wenn ich mich aus meinem Wust von Fällen aufrichte. Die beiden hätten gewiss das Bedürfnis, sich zu entfernen. Aber im Gegensatz zu mir, der ich immer meinen Bedürfnissen nachgebe, würden sie nicht gehen. Sie würden bleiben. Der eine hat einen Auftrag, die andere sucht den Mann. Sie hatten den Auftrag, Affen zu fangen. Ich habe mich selbst gefangen gesetzt. Der Weise zieht sich hinter alle messbaren Dinge zurück und gibt sich frei, indem er sich gefangen gibt. Lobratschek ist nicht mehr. Alle Dinge sind relativ, ich sehe es ein, Herr Kollege. Sie wollen ein anderer sein, zugestanden. Der Mensch ist an jedem Tag, an dem er sich neu entschließt, ein Neuer. Jede Initiative macht einen Neuling aus uns. Sophistik liegt mir nicht, der Staatsbeauftragte. Ich habe Lobratschek in der Tat dem Nichts zugeführt. Dort ist er gut aufgehoben. Das Nichtsein ist der Ursprung aller Dinge. Ihr Bericht ist ein wenig vage, Herr. Wie möchten Sie, dass ich Sie einstweilen nenne? Utan, wenn's beliebt. Demnach, Herr Utan, wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns berichten wollten, wie und was mit Lobratschek geschehen ist. Nun ja, ich habe ihn beseitigt. Die Natur ist gnadenlos und voller Gnade. Er war gar zu lästig und unverschämt, recht besehen sogar mörderisch. Ich habe aus Notwehr gehandelt. Wer hat mich aus mir selbst herausgerissen? Wer hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin, ein geschwätziger Schwindler? Einstmals ruhte ich in mir, schwebte, schlief, fraß und liebte. Die Gestirne waren über mir und die Frucht Durian in mir. Und jetzt? Recht ist ihm geschehen. Wer hat mich in meinem Rottangdickicht aufgespürt und mich um meine Ruhe gebracht, mich zum Reden gezwungen? Aber ich habe ihn durchschaut von Anfang an, wie er da stand, sommersprossig und schwitzend, die Brille beschlagen und die Sonne im Zenit. Und doch sah ich, dass er schießen würde mit seinem Rohr, das auf mich gerichtet war, wenn nicht er entsicherte. Und ich sah, was er dachte. Jetzt hab ich einen. Jetzt brenn ich ihm eins aufs Fell. Fangschuss. Nicht töten, domestizieren. Aber wie er aussieht. Riesenhaft. Rotfarben. Zyklopisch. Ein Waldgeistgesicht. Der Kerl fixiert mich mit seinen schwarzen Äuglein. Ich muss schießen. Sonst hypnotisiert er mich. Nicht schießen. Was war das? Hat er gesprochen? Hat der Affe gesprochen? Habe ich es nur in seinen Augen gelesen? Halluzination? Sonnenstich? Ich muss schießen. Abdrücken. Halt! Hat er gesprochen oder bin ich verrückt? Ich habe gesprochen und geschwiegen. Ich halte meine Hände hoch und abwärts, denn ich bin ein Vierhänder. Jetzt muss ich abdrücken. Sonst ist es um mich geschehen. Warum kann ich nicht abdrücken? Bin ich paralysiert? Das ist die Mittagshitze im Urwald. Pan sitzt mir im Nacken oder steht vor mir. Lianengeflecht und eine Spinne darin. Wie er ausgespannt ist zwischen den Ästen. Waldmensch oder Gott? Orang-Utan. Ich muss abdrücken. Du kannst gar nicht, mein Freund. Ich habe mit dir gesprochen und du hast mich verstanden. Kann man jemand, der freundlich mit einem spricht, über den Haufen schießen? Man kann. Freilich kann man. Aber du kannst es nicht, denn du bist ein gebildeter Mensch, ein Wissenschaftler. Wissenschaftler können nur schießen, wenn der andere nicht spricht. Wissenschaftler schießen nur auf Objekte. Du bist ein Objekt. Aber, mein Freund, du und Objekt, ein Widerspruch in sich.
Du denkst unscharf und bringst die Kategorien durcheinander. Wo kämen wir hin, wenn wir nicht mehr zwischen Objekt und Subjekt zu unterscheiden wüssten? Wo kämen wir hin? Galaktische Nebel würden zum Weltgeist erklärt und die Safran-Mikrobe zum Universalgenie. Lieber stell dir doch Marx auf den Kopf und such an deinen Schuhsohlen nach dem zertrampelten Hegel. Hirsebrei ist immer noch der beste Hämorrhoidal-Baby-Nährstoff. Ich werde wahnsinnig. Still und leise, Kormoran und Astrachan. Kreise, kreise, still und leise, kreise. Aeroplan, Sonnendunst und Wasserblasen, Dämpfe überm Archipel. Ochsen grasen auf dem Rasen, Safran macht den Kuchen gel. Tauch in Aqua Destillata, steig zur Cassiopeia, schick Idaia zum La Plata und mach Haia, Haia, ja. Gehirnbenebelung. Durch Sprachinjektionen. Wir hatten den rechten Ton getroffen. Lobratschek verdrehte die Augen und war hinüber. Mit dem Hinterkopf auf einen Baumstrunk. Die Kraft des Ungeistes hatte ihn gefällt. Diesen hätten wir geschafft. Hätte ich ihn den Moskitos und Vampiren überlassen, mir wäre wohler. Aber damals wusste ich es nicht anders. Ich brachte ihn in mein Baumnest und legte ihm feuchte Blätter auf die Schläfen. Lobratschek stieg aus seiner Ohnmacht auf. Wo bin ich? Auf einem Baum in Borneo? Oder habe ich mich in mein Bewusstsein verirrt? Wohin habe ich mich verloren? Bin ich bei den Vätern in den Höhlen von Cro-Magnon und Lascaux? Oder bin ich in einer Rakete aufgestiegen von Cap Kennedy? Kann ein Bewusstsein sich einverstanden erklären, auf einem Baum zu sitzen oder auf einem Hals? Soll ich aus der Leistengegend denken oder aus den Gallensteinen? Herz reimt sich auf Schmerz und kommt daher als Zentrum Gravitationis nicht mehr in Betracht. Whisky, oh Whisky, ich werde mich dem Genuss übergeben und zu denken aufhören, wie am Nimmerleinstag. Aber der Schwindel. Suche dir einen festen Punkt, mein Freund, und denke, hier sitz ich und strick ich, zwei links, zwei rechts, und in der Mitte bin ich. Ein Baumnest ist nicht das Verkehrteste. Wie aber? Wenn ich abgestürzt wäre durch die Zeiten, durch die Zeit, und zählte zur Spezies Homo erectus. Was dann? Sie sind beauftragt, Affen zu fangen und abzurichten. Jawohl. Das ist es. Ich habe einen Auftrag. Jetzt weiß ich wieder, wer ich bin, und die Richtung stimmt. Ich werde den Orang überlisten. Ich, Lobratschek. Das wäre doch gelacht. Und er war so sympathisch, als er im Zweifel war. Geist von meinem Geist, Leidensgefährte mit Schwindel, und Kopf. Vielleicht hätte man noch einen vernünftigen Affen aus ihm machen können. Oder wenigstens jemand, mit dem ein Orang hätte mit Anstand reden können. Sie sind beauftragt, Affen zu fangen und abzurichten. Ich bin abgerichtet, beauftragt zu fangen. Aber nein, bitte verstehen Sie mich doch, Herr Staatsbeauftragter. Ich möchte Ihnen erklären. Nichts da. Wir lassen uns auf Ausflüchte nicht ein. Sie hatten einen klaren Auftrag, Affen fangen, abrichten und testen. Wir bitten um Bericht. Aber ich bitte doch sagen zu dürfen, dass ich nicht weiß, ob ich Lobratschek bin. Ich bin vermutlich ein Affe. Nun gut, alter Freund. Nehmen wir es fürs Erste spaßig, ganz nach Belieben. Stellen wir uns einmal, als wüssten wir von nichts mehr. Was treiben Sie hier? Ich lebe. Und wozu hat Sie das Forschungszentrum hierher geschickt? Ich hoffe nicht zum Sterben. Nein, wahrhaftig nicht. Sie sollten aktiv sein und unser Programm vorantreiben. Wo kämen wir hin, wenn unsere Professoren sich hinter Splains zurückzögen? Sie hatten uns einen Affen gemeldet, der sprechen kann. Der Affe bin ich? Ja, zum Teufel, der Affe sind Sie. Wahrhaftig und richtig. Verzeihung, ich nehme es zurück. Aber es ist doch wahr. Ich will mich nicht aufregen, zum Teufel.
Denken wir einmal an etwas anderes, an Ihre Frau zum Beispiel. Was würde sie wohl sagen, wenn sie sie sähe hier im Urwald, während sie zu Hause auf sie wartet? Denken Sie an Ihre Frau. Mein Mann in einem Baumnest. Nein, das darf nicht wahr sein. Wenn das Irene wüsste. Nein, würde sie sagen, ist ja alles schön und gut und die Ehe ein Sakrament, aber Sapperment, sie flucht nämlich französisch, die Gute, das geht denn doch zu weit. Man hat schließlich Ansprüche. Der Mensch muss sich reinlich halten und seine Füße auf der festen Erde. My home is my castle. Also kurz und gut, mein Lieber, hier bleibe ich nicht. Wenn es wenigstens noch Fliegenfänger für Moskitos gäbe, aber die Dinger singen. Ich glaube, ich habe schon die Schlafkrankheit. Sieh mich nur an, wie meine Augen geschwollen sind. Und schon singen sie wieder. Sirren laut wir und auch leise, ständig stoßen wir voran, immer drauf und immer dran. Sim! Nein, hier hält mich niemand. Und du wirst, falls du mein Mann sein willst, auch mitkommen. Wer soll denn den Rasen schneiden? Heute, bei dem Personalmangel. Und der Rasen muss geschnitten werden. Deine Haare übrigens auch. Du hast selbst gesagt, besser Hygiene als Alkohol. Besser Swimmingpool als Arbeitszeitverkürzung. Und bitte bohre nicht im Ohr. Auch Nervosität ist kein Grund, im Ohr herumzubohren. Es gibt 7 angenehme Dinge. Ohrenbohren ist eins davon. Ohrenbohren ist abscheulich, abscheulich, abscheulich. Was sollen die Leute von meinem Mann denken? Von meinem Mann? Es gibt 7 unangenehme Dinge. Besitzanzeigende Fürwörter gehören dazu. Lobratschek. Bist du es denn? Die Post füllt schon dein halbes Arbeitszimmer. Der Lichtschacht ist fast zugewuchert. Es wird dunkel im Raum. Ich gehe unter im Papier, Lobratschek. Das Dach muss repariert werden. Und die Geroka-Baugesellschaft hat geschrieben wegen der Zäune. Und die Dankerbank wegen des Kredites. Wenn du nicht sofort kommst und das Darlehen besorgst, muss ich einen Zwischenkredit aufnehmen und der wird teuer. Dies muss erledigt werden und das und dies und das und dies und das. Bist du noch da, Frau? Ich rede und rede und stehe vor dir und du fragst, ob ich da sei. Mir war, als entschwendest du immer weiter nach Göttingen, in die Heide, nach Randolph Field, nach Peking oder Minneapolis und kämst als Irene wieder. Als du noch in Lüneburg waltest, warst du mir näher. Willst du mich ganz um den Verstand bringen? Gib ihn selbst auf. Ein kleiner Schritt und unendlicher Gewinn. Nein, so kannst du mir nicht kommen. Schließlich gibt es ein Gesetz und eine standesamtliche Zusage. Ich habe es schriftlich im Familienbuch. Und hat nicht der Pfarrer sein Amen gesagt? Und du dein Ja und ich mein Ja? So gewiss wie Amen und Ja bleiben wir zusammen auf dieser Welt, bis dass der Tod uns scheidet oder verbindet, wer weiß. Nur musst du entweder das reden lassen oder weit wegbleiben. Dann sind wir eins. Ach, Lobratschek, ich weiß nicht mehr, was, wer und wo ich bin. Nun, so komm näher und schweig. Lass alles entgleiten, ich fange dich auf. Und ich werde nicht mehr ich sein und du nicht mehr du. Wir sind ein Augenblick, der die Augen geschlossen hält, auf Nimmerwiedersehen. Du. Du. Wer sich des Männlichen bewusst ist, sich aber an das Weibliche hält, kehrt in das Nichts und den Anfang der Dinge zurück. Beinahe hätte ich vergessen einzukaufen. Dinge gibt es heute. Ein Sonderangebot in russischem Kaviar. Die Büchse mit 3 Dosen Waschpulver zum gleichen Preis. Kaviar und Sauberkeit schneidern dir ein Hochzeitskleid. Darum, süße kleine Braut, pfleg mit Pinke deine Haut. Aufstehen, Orang. Alle mit. Arbeiten. Arbeiten. Rabotti, Rabotti. Der liebe Gott hat den Tag gemacht zur Arbeit. Wir wollen herausfinden, was du kannst. Wozu anders ist die Kreatur gemacht als zur Arbeit? Bin ich einer, der zur Arbeit gemacht ist? Mein Orang sagt mir, begnüge dich mit dem, was dir zuwächst und schaukle im Baum. Lobratschek treibt mich zur Arbeit an. Wozu? Wer frisst das, was ich über meinen Hunger hinaus sammle? Wird mein Leib gestärkt und mein Selbst von der Arbeit? Ja, singen würde ich gern und in Hütten wohnen, wie die Kopfjäger da unten. Ihr Gesang klingt beruhigend.
Lobratschek-Sängerknaben dagegen sind unausstehlich. Durch Nicht-Tun wird alles getan, durch Tun alles zerstört. Der Gesang des Morgens gilt der Stille. Für Poeten ist kein Platz auf der Welt. Der Fortschritt übertrifft ihre Fantasie. Aufstehen und Experimente machen, mein Freund. Darauf kommt es an. Ruhe ist das beste Mittel gegen Nervosität. Ich, Lobratschek, werde dir zeigen, was planen heißt. Und arbeiten. Fürs Erste machen wir Rückstoßübungen. Frage: Welchen Schwerkraftdruck hält unser Orang aus? Die Rakete saust aufwärts, die Masse Fleisch und Knochen will auf der Erde bleiben. Wir machen es umgekehrt mit dem gleichen Effekt. Du wirst springen vom Baum der Erkenntnis aus diversen Höhen. Springen, Aufprall. Das ist der Rückstoß. Also los denn, los vom Ast, hinein in den Morgen, hernieder zur Erde. Höhe 10 Meter. Alle hopp. Wenn du nicht springst, stoße ich dich. Hopp. Phänomenal. Warum machst du Purzelbäume beim Aufprall? Wer das Knie biegt und den Kopf neigt, zerbricht nicht. Ich werde dich in eine Trommel stecken, damit du dich gerade hältst wie in der Rakete. Höhe 20 Meter. Hallo? Höhe 40 Meter. 3, 2, 1, los! Immerhin, kein Mensch hätte das überlebt. A la bonne heure, Lobratschek. Das ist die Art, die wir brauchen. Der Mensch ist gemessen an seinen weltraumpolitischen Aufgaben eine Fehlkonstruktion. Größere Schubkraft, technisch, wirtschaftlich und militärisch, verhelfen zum Triumph. Bisher fehlte nur der Mensch, der das aushält. Der Affe ist leider, Herr Staatsbeauftragter, auch eine Fehlkonstruktion. Was sollen wir mit einem, der zwar alles mit sich anstellen lässt, aber nichts tut? Der Kerl ist faul. Er sorgt nur für sich, hängt und hangelt den ganzen Tag in den Bäumen herum und schläft fast jede Nacht an einem anderen Platz. So etwas ist bestenfalls fürs ambulante Gewerbe zu gebrauchen. Ich konnte ihn nur an seinem Arbeitsplatz halten, indem ich ihn einsperrte. Warum soll er es besser haben als der Mensch? Der Mensch bewahrt trotz Sesshaftigkeit seine Aktivität. Der Orang lebt ohne Initiative. Wie ihn zur Arbeit veranlassen? Ich halte nichts von der primitiven Methode, ihn durch Stromstöße zum Tastendrücken zu zwingen. Was also tun? Ich überlegte tagelang. Eines Abends. Ich hatte gerade einen Whisky-Intus und schaukelte dreifach im Baum, in der Hängematte und im Suff. Da kam mir eine Idee. Ich war sofort nüchtern. Was ist das? Ein Überlebensmittel. Was? Ein Mittel, mit dem wir verhindern, dass die Gattung Orang-Utan ausstirbt. Ich sehe einen Draht und ein Röhrchen. So ist es. Auch im unmittelbaren Erkennen bist du vielen Menschen voraus. Wenn du erst Initiative entwickelst, wirst du unübertrefflich sein. Wozu braucht man da noch Menschen? Gut gefragt, Orang. Ich werde später darüber nachdenken. Zuerst das Experiment. Schau noch einmal an dich herab. Betrachte den alten Affen. Dann gehe in dich und frage dich, was du für Chancen hast zu überleben, mein Lieber. Das Beste wäre noch, du stirbst als letzter deines Stammes auf dem letzten Baum der Gegend an Altersschwäche, ehe jemand den Baum fällt. Heute jedoch werden wir eine Metamorphose durchmachen, zu der Homo sapiens Millionen von Jahren gebraucht hat. Und du wirst wieder eine Zukunft haben. Als was? Als Weltraumaffe. Bin ich nicht im Weltraum? Doch, schon. Aber nur hier. Du wirst hinausfliegen zu den Sternen. Das All ist an jeder Stelle. Fliege hinein und du fällst heraus. Ich werde deine Denkstruktur ändern, deine Gedanken von Kreis auf Pfeil umschalten und dein Wille wird frei hinausschwirren. Ich werde diese Kapsel in dein Hirn einführen und du wirst ein Wunder erleben. Zuerst schnalle ich dich fest. Damit mein Wille frei wird. Damit ich an dir arbeiten kann. Soll nicht ich das Arbeiten lernen? Erst musst du präpariert werden. Warum? Du sollst werden, was du sein solltest. Ein Arbeitskollege des Menschen mit besserer Konstitution, längerem Atem,
und weniger Nerven. Wie wäre es, wenn ich wäre, was ich sein soll? Außerdem war ich heute Nacht bereits zwischen den Sternen. Die Cassiopeia war mir sehr nah. Du wirst dort landen. Die Cassiopeia wird kein Sternbild mehr sein, wenn ich eines ihrer Gestirne betrete. Stillhalten jetzt. Spürst du etwas? Es zerrt. Als risse mir alle die Haare vom Kopf. Längst geschehen. Ich habe sie abrasiert. Was du spürst, ist der Bohrer. Ich werde dir die knöcherne Schädeldecke ein wenig aufklappen. Wenn die Bestrahlung des motorischen Zentrums glückt, wirst du Augen machen. Vorsicht. So. Da liegt dein Hirn. Eine spiegelnde Fläche von Häuten, ein leichtes pulsierende Gefäße. Siehst du? Sich selbst ins Hirn schauen. Welch ein Umweg. Kann man sehen, was ich denke? Nein, das nicht. Wozu dann die Öffnung? Was du jetzt denkst, ist nicht wichtig. Was du denken wirst, darauf kommt es an. Du wirst unschätzbare Überlegungen kennenlernen. Du wirst fragen, wie komme ich weiter und immer höher? Wer auf 10 Spitzen steht, steht nicht fest. Still jetzt. Ich schneide. Sobald du etwas spürst, melde dich. Nur ein paar Schnitte, Stiche. Ich dringe in die vordere, untere Stirnwindung vor. Hier werde ich das Stäbchen einlegen und den Thalamus bestrahlen. Wer ist das? Er gilt als Zentrum sämtlicher Bewusstseinsvorgänge. Willst du noch etwas wissen? Warum sprichst du mit mir? Zur Kontrolle. Ein hässliches Wort. Zur Unterhaltung. Das gefällt mir. Welches Thema schlägst du vor? Fressen. Gut, sehr gut. Worauf hast du Appetit? Auf Durian. Es fällt dir auch nichts Neues ein. Schößlinge, Blätter, Früchte, Durian. Alter Vegetarier. Abwechslung braucht der Magen. Hast du nicht Lust auf etwas Pikantes? Wie wär's mit einem Pfeffersteak? Ich habe einmal eins in Wien gegessen. Daran denke ich heute noch. Malosol-Kaviar mit Butter und Toast oder getrüffelte Gänseleberpastete sind auch nicht zu verachten. Nein. Vielleicht fangen wir mit Himmel und Erde an. Was fletschst du die Zähne? Ich habe Lust auf... Ja, nur heraus damit. Die Krise ist da. Wünsch dir was. Auf was hast du Appetit? Heißhunger. Gut, Heißhunger. Auf was? Auf Menschenhirn. Hilfe. Lass mich los. Hilfe! Ins Wasser geplumpst. Merkwürdig. War mir nicht eben noch, als würde ich zermahlen? Und jetzt in diese Leichtigkeit. Die Flüssigkeit trägt wie das tote Meer. Ich könnte ohne unterzugehen Zeitung lesen, wenn es nicht so dunkel wäre. Anheimeln schummerig. Und warm ist es auch. Körperwarm. Sehr angenehm. Noch nie habe ich so still gehabt. Aber ist da nicht eine eigentümliche Musik? Wellenxylophon und Herzschlag? Ich muss in eine Tropfsteinhöhle geraten sein oder in eine Meeresgrotte. Das Tau ist tief und profund im Ruhezustand. Kristallklar wie ein Teich. Alles Leben geht hinein und daraus hervor. In der Stille ertönt ein Akkord. Der Orang. Über mir. Oder ist meine Spiegelung an der Grottendecke? Oder die Decke selbst? Die Haare hängen herab voller Ruhe, wie Tropfsteine. Er rührt sich nicht. Sieht mich nur an. Das halte ich nicht aus. Los! Raus! Ich hätte mich nicht an ihm vergreifen sollen.
Der Fraß ist mir schlecht bekommen. Dieser Wellfleischschwamm. Muskeln lasch, Knochen weich und das Hirn versalzen. Ein paar Wochen Fitnesstraining im Baum helfen da wenig. Ich habe die ganze Wissenschaft satt. Als Wissen und Klugheit erschienen, folgte ihnen große Heuchelei auf dem Fuße. Als Menschlichkeit und Gerechtigkeit gepriesen wurden, machten Beamte und Politiker Karriere. Wir werden ihnen den Prozess machen. Ich bin mittendrin. Der Kerl treibt mich auf. Er rumort und gibt keine Ruhe. Ah, mir ist übel und schwindlig. Lobratschek ist mir in den Kopf gestiegen. Wir werden sie dingfest machen, damit sie zu sich kommen. Hände hoch! Oder ich mache von der Waffe Gebrauch. Und ich von meinen vier Händen. Ich schüttle euch vom Baum, der leider keine Erkenntnis gebracht hat. Tu's nicht, Lobratschek. Das tut man nicht. Doch! Wo bin ich? Was ist da feucht unter mir? Erde. Oder habe ich in die Hosen gemacht? Beides. Aber ich kann nicht aufstehen. Mein Zwerchfell ist verklemmt. Luft. Niemand da. Lobratschek! Pascal! Frau! Orang! Ich muss mir selbst auf die Beine helfen. Kein Mensch da. Nur Kopfjäger. Ich werde mit ihnen leben müssen. Leben mit Kopfjägern. Und aufpassen, dass ich den Kopf nicht verliere. Das war in Bayern 2, also sprach der Orang-Utan von Werner Klippert. Unter der Regie des Autors sprach